Ihr wollt wissen, ob alle eure internen Links einen Status 200 haben und auf den Unterseiten alle Bilder laden, dann ist das kein Problem. Das könnt ihr jetzt mit unserem Base-Plugin machen. Hier, ich drücke einfach mal auf einen Reload auf der nevercodealone.de, werden jetzt alle Links von der Startseite automatisch geladen und danach wird jeweils geschaut, ob der Status 200 vorhanden ist. Jetzt sind die Tests hier komplett durchgelaufen. Beide Tests sind grün und wir sehen hier, dass hier rausgefiltert wird, wenn es zum Beispiel eine Telefonnummer oder ein externer Link ist, wie die ganzen YouTube-Angaben. Übrig bleiben dann hier meine Links zum Beispiel zu unserem PHP-Training für die Cypress.io-Workshop. Hier wird mal auf die Schnelle geguckt, ob der Response-Code 200 ist und weil 200 trotz alledem Seiten kaputt haben kann oder vielleicht nicht der richtige Statuscode zurückkommt, schauen wir hier nochmal nach, ob die Seite definitiv lädt. Das heißt, wir gehen hier auf eine Seite drauf. Wir sehen hier jetzt zum Beispiel, dass wir uns die Startseite im Detail anschauen, aber wir sehen auch hier, dass wir hier beispielsweise, das kann man hier sehr schön aufrufen, wo man hier ist. Wir sind jetzt hier aktuell in dem Workshop von Andreas Möller. Das ist so schnell, dass der iFrame hier noch nicht geladen worden ist. Und auf dieser Seite werden jetzt hier entsprechend validiert, dass die Seite überhaupt Links hat. Das ist ein Status, der mir mal passiert ist in einem Symfony-Projekt und hier einfach stand, Seite ist kaputt, also Bad Request und trotzdem ein 200er zurückgekommen ist. Deshalb gab es diesen Test und jetzt haben wir gesagt, hey, es wäre doch eigentlich auch ganz gut, wenn wir hier an der Stelle jedes Mal nachgucken, ob hier auch die Bilder, die hier geladen werden, entsprechend richtig geladen werden. Man sieht hier ganz unten sind hier externe Bilder von Google, die geladen werden. Aber auch alle anderen Bilder hier sind jetzt validiert, wie zum Beispiel auch unser Image-Logo. Und das ist natürlich schon eine ganz gute Sache, denn aktuell war es so, dass diese Bilder hier von den Unterseiten in der Übersicht von unserem PHP-Training nicht richtig geladen wurden mit einem Default-Image. Das habe ich ja auch hier als Tutorial-Videos abgebildet. Also, wenn du wissen möchtest, ob alle deine Bilder auf deinen Unterseiten richtig funktionieren, dann setze auf den Test von uns. Das war es jetzt mal auf die Schnelle von hier. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Es gibt hier zweimal in der Woche Live-Coding-Tutorials. Mein Name ist Roland. Ich setze mich mit NeverCodeAlone sehr stark für Softwarequalität und soziale Projekte ein. Wenn du diese Tests haben möchtest, schau mal hier unten in der Video-Description. Gibt es auch einen Link zu einer Demo? Gerne kann ich eine Stunde mit dir und vielleicht auch deinem Team Tests zeigen, Fragen beantworten und auch eure Seiten in ein kostenloses 14-tägiges Monitoring aufnehmen. Hier ist auf jeden Fall noch ein Video, das dir gefällt und die Playlist zu allen Cypress-Tests. Damit wünsche ich dir einen schönen Tag. Bleib grün und tschüss.